Viele scheinen zu glauben, dass Menschen mit Ängsten und Angststörungen sich ihre Symptome nur einbilden. Und das gibt Betroffenen ein ziemlich mieses Gefühl. Es unterstellt, dass sie sich alles nur einbilden. Und wenn sie das endlich kapieren, dann wird alles wieder gut. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Sind Angstsymptome wirklich nur eingebildet? Sind Angstsymptome nur eingebildet? Fast alle Angstsymptome sind reale, physiologische, psychologische und emotionale Empfindungen und Symptome, die durch reale, physiologische, psychologische und emotionale Ursachen ausgelöst werden. Nur wenige sind rein mentaler Natur. Angstgefühle und Symptome sind real. Angst löst die Stressreaktion aus. Bei einer Stressreaktion werden Stresshormone in den Blutkreislauf ausgeschüttet, wo sie an bestimmten Stellen spezifische physiologische, seelische und emotionale Veränderungen hervorrufen, die die Fähigkeit des Körpers verbessern, mit einer Bedrohung umzugehen, entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Weshalb die Stressreaktion oft auch als Kampf- oder Fluchtreaktion bezeichnet wird. Veränderung durch die Stressreaktion. Zu den Veränderungen durch die Stressreaktion gehören Aktivierung des Körpers und des Nervensystems, was zu Zittern führen kann. Das Blut wird zu überlebenswichtigen Körperteilen wie Gehirn und Muskeln umgeleitet und von weniger lebenswichtigen, akut wichtigen Körperteilen wie Haut und Verdauungstrakt ferngehalten. Und das kann zu Schwindel, Benommenheit, Übelkeit und Magenbeschwerden führen. Die Herzfrequenz wird erhöht und das kann zu Herzklopfen führen. Beschleunigte Atmung, was zu plötzlicher Kurzatmigkeit führen kann. Anspannung der Muskeln, was zu einem Gefühl der Schwäche in den Beinen führen kann und vieles weiteres. Aufgrund der vielen physiologischen, psychologischen und emotionalen Veränderungen können viele Empfindungen erlebt werden. Vieles ist mit dieser Veränderung verbunden und wir nennen das dann Angstsymptome. Da diese Veränderungen real sind, erleben wir sie als real und nicht als eingebildet. Wenn Stressreaktionen selten auftreten, kann sich der Körper relativ schnell von den physiologischen, psychologischen und emotionalen Veränderungen erholen, die durch die Stressreaktion hervorgerufen werden. Wenn die Stressreaktion aufhört, verschwinden diese Veränderungen und damit auch die damit verbundenen Gefühle. Akute Angst erzeugt akute Empfindung. Eine Überstimulation kann ähnliche Veränderungen und Empfindungen hervorrufen wie eine aktive Stressreaktion. Da diese Veränderungen und Empfindungen jedoch unwillkürlich und unerwünscht sind, werden sie als Angstsymptome betrachtet. Ein Symptom ist definiert als ein körperliches oder psychisches Merkmal, das als Hinweis auf einen Krankheitszustand angesehen wird, ein Zeichen für eine unerwünschte Situation. Obwohl Angstsymptome durch eine unwillkürliche Handlung hervorgerufen werden, sind sie real und nicht eingebildet. Mehr über Angstgefühle und Symptome und ihre Ursachen habe ich in einem eigenen Beitrag beschrieben. Also ja, Angstsymptome sind real, sie sind nicht eingebildet. Auch wenn es für viele Angstsymptome keine sichtbaren körperlichen Anzeichen gibt, sind sie real, sie haben reale Ursachen. Sie sind nicht eingebildet. Ich verstehe, weshalb viele Menschen glauben, dass sich Angstgefühle und Symptome nur im Kopf abspielen. Es fällt vielen schwer zu glauben, dass Angst so viele beunruhigende Symptome hervorrufen kann. Wer nicht selbst an einer Angststörung leidet, von denen viele intensiv und stark beeinträchtigend sind, kann dies nur bedingt nachvollziehen. Menschen, die an einer Angststörung leiden, können jedoch bestätigen, dass ihre Symptome real und nicht eingebildet sind. Wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie sich Ihre Symptome nur einbilden, dann können Sie ihm gegenüber oder ihr gegenüber Nachsicht walten lassen.
Solche Kommentare beruhen wahrscheinlich auf einer mangelnden Information, auf mangelndem Verständnis von Angst und den vielen realen physiologischen, psychologischen und emotionalen Auswirkungen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, was Angst ist und warum sie so viele Symptome hervorrufen kann, dann werden Sie vermutlich in der Lage sein, diese Menschen aufzuklären, sodass deren Kommentare in Zukunft hilfreicher und angemessener sind. Also noch einmal. Die allermeisten Angstsymptome sind real und sie werden durch reale physiologische, psychologische und emotionale Veränderungen hervorgerufen. Eingebildete Symptome. Neben den realen Symptomen gibt es auch solche, die wir uns einbilden. Wenn wir zum Beispiel innerlich auf unsere Symptome konzentriert sind und uns Sorgen machen, dann kann unsere Vorstellungskraft normale Körperempfindungen als abnorme Symptome fehlinterpretieren. In der Regel verschwindet dieses Phänomen. Das ist dann, wenn wir uns von der Angststörung erholen und uns wieder nach außen wenden. Dies ist ein Aspekt, den wir zumindest für einen kleinen Teil des Kampfes mit einer Angststörung und ihren Symptomen berücksichtigen sollten. Wenn Sie merken, dass Sie sich zu sehr auf sich selbst konzentrieren, also destruktiv, dann ist es Zeit, eine gesunde Veränderung herbeizuführen, indem Sie die echten Stresssymptome von denen unterscheiden, die durch normale Körperfunktionen verursacht werden. In einigen Beiträgen geht es darum, wie sich Ängste beeinflussen und auflösen lassen. Für fast alle Menschen sind Angstgefühle und Symptome real. Sie haben reale, physiologische, psychologische und emotionale Ursachen. Der effektivste Weg, Angst und die Symptome zu überwinden, ist eine Kombination aus guten Selbsthilfe, Beitrag und professioneller Therapie. Wenn Sie mit scheinbar unkontrollierbaren Ängsten und Sorgen zu kämpfen haben, kann Ihnen die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Therapeuten mit Spezialisierung auf Angst und Angststörung auf dem Weg zur Besserung helfen. Wozu ist dieses Wissen gut? Mögen diese Einblicke dazu beitragen, besser zu verstehen, was es mit Angstsymptomen auf sich hat und dass sie nicht nur eingebildet sind. Eigene Erfahrung, Fragen und überhaupt sind respektvolle Kommentare willkommen. Tauschen wir uns aus. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns Mut machen. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen wir auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.